Ja, willkommen zurück hier in der Stube. Frisches Stück Holz, frischer Haarschnitt, frisches T-Shirt. Ich habe mich entschieden, dieses Teil nochmal herzurichten. Das mache ich jetzt und ich hole euch wieder ab, wenn ich an diesem Punkt des Falzfriesens angekommen bin. Jetzt bin ich an diesem Schritt angekommen, also jetzt ist auch die Innenseite plan gefräst, die Außenrad, das habe ich schon gefräst. Jetzt habe ich auch schon den schmäleren Anlaufring hin und genau an dem Punkt war ich beim letzten Mal und habe dann hier den Fehler gemacht und habe die Gesamthöhe abgefräst. So. Jetzt gehen wir aber mal runter mit der Maschine. Muss ich die Kraft gegen den eingespannten Keilriemen hier kurbeln. Ja? Also das ist technisch wirklich nicht ausgereiftes Gerät. Noch nicht. Funktioniert tatsächlich. Gut, jetzt schauen wir mal, wo ist denn eigentlich mein Originalteil? Hier. Jetzt schaue ich das und jetzt an der Höhe. Ich hoffe, das sieht man. Hier kommt das Messer, hier ist mein Falz und jetzt nehme ich dieselbe Höhe und dann nehme ich nicht den Querschneider, sondern den Höhenbegrenzer, das ist das Messer. Und die letzte Kurbelbewegung sollte immer nach oben gehen. So lange hat es auch nicht gedauert. Ich hatte noch ein Stück. Auch schon auf der richtigen Dicke. Aber es ärgert einfach. Da hast du irgendwie auch nicht nur, es geht ja nicht nur um ein Stück Holz, das noch da ist, sondern einfach ein anderes, sondern da hast du irgendwie auch gegenüber diesem Baum eine Verantwortung. Der hat so lange gebraucht, bis er so groß geworden ist und dann verheizt es sinnlos. Das ist das, was am meisten ärgert. Okay. Und hier, here is our orange. Ja. Okay, ich bin gerade verbessert worden. Es handelt sich offensichtlich um einen Spitzbogen. Okay, ich habe mir hier meinen Bogen hier von unten gegen die Platte geschraubt auf meinen Riss. Habe mir vorher die Kante und die Kante mit den beiden hier Parallel- und Queranschlag so eingestellt und konnte das jetzt schneiden. Das mache ich mit dem anderen auch und dann müsste es zusammenpassen. Ich zwinge mir das fest, bevor ich das anschaue. Und Fehlerquelle ist enorm hier, weil man muss hier einmal rechts und einmal links vom Schnitt vom Riss sägen. Jetzt muss ich die Sägeblatt eben auf die andere Seite rüberziehen. Da bei der Einstellung kann ich die gleiche benutzen. So, und dann unten großzügig ausgerieben und festgejubelt. Ja, natürlich habe ich dann zwei kleine Löcher in dem Holz. Ich dachte, ich schaffe es ohne, aber nein, muss man auswachsen. Gut, und so kann ich mir den jetzt hier auf meine noch leicht kaputte Schablone oder meinen Aufriss drauflegen. Und jetzt legen wir mal den Kämpfer dazu oder einen von denen. Müsste der sein.
Den habe ich natürlich noch auf Übermaß, weil ich meinen Rahmen jetzt hier anhand dieser Breite, ist ja wie aufgerissen, jetzt bauen kann. Und warum ich den hier durchgehen habe lassen, ist auch hier die Art, wie ich das verbinden möchte. Ich möchte Dominos benutzen. Und hier sieht man, dass ich hier auf der Seite zwei Dominos reinkriege. Und den hier werde ich so verbinden. Und würde der jetzt hier anders laufen und hier durchgehen und der hier anstoßen, so ungefähr, dann hätte ich hier einen Konflikt. Also daher hätte ich nicht genug Platz, weil die ja auf der, oder ich müsste sie auf verschiedenen Höhen setzen. Und außerdem gefällt mir das andersrum besser. Ja, so liegt jetzt mal alles zusammen. Ich habe mir die Steher und Waagrechten abgelenkt. Auch der Bogen, ich muss sagen, passt gut, gefällt mir. Hier auch vorne alles. Muss zwar hier bis vorne ein bisschen nachhobeln, aber es passt so gut. Ab jetzt beginnt der Pfusch. Weil, wie man sieht, haben wir ja hier eine Falzleiste drin. Und die brauche ich ja hier auch. Normalerweise würde die durchgehen und das wäre hier gekontert. Will ich aber nicht machen. Das heißt, ich fräse mir jetzt Einsatzfräsen hier dieses, den markierten Falz raus. Und dann wird es eben so aussehen. Und da kommen hier dann im Anschluss kommen hier überall Glasleisten. Die haben dann genau das Maß wie der Falz abzüglich der Scheibe, werden reingenagelt. Und dann ist das auch wieder so ein Rahmen. Ja, das ist, also das, wenn ich sowas sehe, dann finde ich es auch scheiße, aber ich kann mir hier jetzt nicht viel besser helfen. Ich möchte es hier nicht über die Stirnkante abfälzen. Ja, und weil es gerade so gut da liegt, zeige ich mir noch meine Dominos an. Ja, und ich habe auch noch nicht so stark über die Profilierung von dem Fenster nachgedacht. Das, bis jetzt sind sie alles stumpfe Kanten. Ich möchte mal ein paar Fenster zeigen, die da in der Nähe sind. Und das Fenster finde ich das Lustigste. Ja. Also das Fenster, da auf den ersten Blick denkt man, naja, schöne alte Traditionsarbeit oder ich weiß gar nicht, was man denken soll. Aber im Grunde ist es der totale Homefush, nenne ich das mal. Ja. Also hier Profilierung abgesetzt, hier auch und hier auch und hier innen auch. Das bedeutet einfach nur, auch hier wurde das Problem der Konterprofilierung umgangen. Es ist eine stumpfe Verbindung, stumpfe Schlitz und Zapfen oder irgendwas. Hier diese Anschlagleiste ist hier angenagelt, ja, schlupft stumpf rein, hat keinen Falz. Und von der Innenseite kann man auch hier den Zapfen sehen. Also das ist ganz, ganz banal, aber mit ein paar Tricks, auch hier die umlaufende Passleiste im Anschluss drauf gemacht, weil das Fenster natürlich nicht so genau passend sein kann. Und schon sieht doch das nett aus, vor allem wenn es so verwaschen oder ausgewittert ist. Gut, wobei ich, glaube ich, keins von diesen gezeigten Beispielen nachmachen werde. Ich glaube, ich werde am Schluss nur dieses den Fensterflügel an den Rändern einmal. Vielleicht bekommt er eine Hohlkehle. Also da würde ich ein Profil machen. Alles andere bleibt unprofiliert. Die Seiten sind eh an der Wand hier. Und hier kommen nochmal Glasleisten rein. Das wirkt eh wie ein Profil. Ja, kommen wir zum Einsatzfräsen hier in Pfuschenhausen. Hier habe ich ja mir den Falz angezeichnet, den ich hier raus haben möchte. Der Falz ist hier schon eingestellt. Ich benutze ein Vorlagebrett, würde ich immer empfehlen. So, an diesem Vorlagebrett habe ich mir hier angerissen, wann das Messer
Austritt hier des Messers und wann es wieder eintritt. Hier an der Stelle. Und auf meinem Holzstück habe ich mir die Stellen überwinkelt, wo der Falz beginnt und wo er aufhört. Auf meine Sichtseite hier übergewinkelt. Dann habe ich mir den Punkt, wo der vordere Falz hier zu Ende ist, hinten markiert und habe einen Anschlagklotz montiert. Stoppklotz. Und das meine ich somit mit Kindergartenfräse. Hier ist sogar der Arbeitstisch kleiner als mein Einsatzfräsen und ich muss so einen Klotz hinmachen. Stoppklotz. So, man sieht, der Falz ist also fast genau hier bis zum Riss. War ich ein bisschen schonend, wollte mir noch was übrig lassen. Und hier ist ziemlich genau auf dem Riss. Aber ich muss sowieso noch nachstimmen, weil ja hier mein Falz leicht schräg ausläuft. Also ich muss sowieso nachstimmen. Jetzt fräse ich noch den Falz, wo das Fenster anschließend reinstopfen will, also an allen vier Rahmenteilen. Und Breite von dem oberen Falz hier an dem unteren Stück wegnehmen, sodass der hier drüber stopft. Ja, und hier ist die Ecke auf der Seite, hier auf der Seite. Ja, jetzt noch die Zeichen runterhobeln. Ja, da geht noch nichts. Sieht gut aus. Ja, und da ist das Fenster. Lustig, ich habe überhaupt keinen Domino. Also hier steckt ein Domino drin, alles andere ist nur zusammengesteckt. Und durch den Spanngurt hält es so, dass es auf einer Achse greifen kann. Alles macht dicht. Also der Spanngurt ist eine super Verleihmethode. Ja, jetzt ist das Fenster eigentlich verleimfertig. Also der Fensterstock, ja. Der Fensterflügel oder Rahmen. Den bauen wir beim nächsten Mal. Dann hoffe ich, habe ich da schon das Glas. Dann können wir es auch gleich einglasen. Und dann auch den Flügel einglasen und dann ist es wirklich fertig. Auf die Verbindung bin ich jetzt zwar eingegangen, aber nicht so genau, vor allem mit dem Konterprofilfräsen. Da habe ich echt schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Hier, Rahmenbau mit Konterprofilfräsern.